Zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Assassin's Creed Revelations. Und wir sind hier mit den beiden Polo-Brüdern, als der wirklich schwer gealterte Alter ihr. Und ich merke gerade, ich kann die Waffen nicht wechseln, habe also nur den Apfel zur Verfügung. Okay. Naja, wie der jetzt wohl funktioniert und ob Alter ihr mittlerweile das Ding ein bisschen besser beherrscht, das werden wir jetzt herausfinden. Das Tor da hinten ist geschlossen, sodass ich tippe, dass wir hier lang müssen, oder? Also das Tor sah ziemlich zu aus. Aber vom direkten Weg her wäre es eigentlich logisch, dort lang zu gehen, ne? Und nein, ich kann nicht rennen. Schneller als das hier kriegt Alter ihr gerade nicht hin. Kann er noch auf irgendwas raufklettern? Nein, kann er nicht. Okay, ich bin definitiv nicht der Schnellste und ich hätte doch zum Tor gehen müssen. Oh, jetzt sehe ich auch, dass es am Blinken ist. Entschuldigt Leute, das war jetzt gerade eine unnötige Detour. Und sie haben schön die spanischen Klamotten eingefangen. Obwohl, nein, italienisch. Ups, sorry, natürlich. Los geht's. Alter Schwede, wir sehen schon... Der Kram ist gut. So, ihr seid beide in Ordnung. Und ja, mittlerweile weiß er wirklich, wie man den Apfel benutzt. Huh? Deutlich besser geworden. Was zum Teufel? Ach, er lässt mittels des Apfels auf einmal Assassinen erscheinen. Auch nicht schlecht. Alter Schwede. Mächtiges Teil, hä? Huh? Bewegung. Holy shit. Ich merke schon, er hat das Ding wirklich drauf. Ihr seid in Ordnung? Hier lang. Eindeutig. Oh, die Leiter kommt ja aber noch ziemlich schnell hoch, muss ich sagen. Achso, ich dachte, ich muss da hoch. Ups, and sorry. Crazy. Das ist irgendwie fast schon unheimlich. Ich mach gar nichts. Das war Ezio gerade, Alter, ihr gerade eben ganz alleine. Mann, ist er mächtig mit dem Apfel. Vater, seid ihr verletzt? Nur einen Moment. Das Ende einer Ära. Als ich noch jung war, war ich naiv genug zu glauben, dass unser Credo all diese Konflikte beenden würde. Wäre ich nur demütig genug gewesen, mir einzugestehen, es ist wahrlich genug für ein Leben. Ich habe meinen Teil getan. Andererseits, was kann ruhmreicher sein, als für die Wahrheit zu kämpfen? Wir sind bereit. Ein letzter Gefallen, Niccolo. Nehmt die hier mit und bewacht sie gut. Versteckt sie, wenn ihr müsst. Artefakte? Sozusagen. Es sind Schlüssel. Jeder davon enthält eine Nachricht. Eine Nachricht? Für wen? Wenn ich das wüsste. Interessant. Stabübergabe. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber jetzt haben wir ja alle Schlüssel. Immerhin. Aber jetzt müssen wir uns auch ganz fix um Sophia kümmern. Bitte verzeih meine überhastete Handschrift, Claudia. So viel ist geschehen und nur so wenig davon ist gut. Ich bin wieder auf einem Schiff nach Konstantinopoli und verfolge einen Mann, dessen Verrat mir bisher entgangen war. Prinz Ahmed, Süleymans Onkel, ist der Anführer der hiesigen Templer. Er ist der Drahtzieher hinter der Masyaf-Expedition und wird vor nichts zurückschrecken, um sich die Schlüssel zu beschaffen, die nun allesamt in der Hand der Assassinen sind. Was mich zurückhält? Warum ich die Schlüssel nicht selbst benutze und diese Narren vergesse? Nun, ich war unvorsichtig. Die Templer wissen von Sophia und suchen nach ihr. Oh, Claudia, sollte ihr irgendetwas zustoßen, ich würde mir niemals verzeihen. Ich habe sie in einen Krieg hineingezogen, von dem sie nichts ahnt. Und es wäre allein meine Schuld, sollte sie dabei zu Schaden kommen. Armer
Armer Ezio und oh Gott, lass uns bitte jetzt nichts was Schlimmes passieren. Wir müssen sie retten. Das Ende einer Ära, hä? Oh, sag nicht, das ist die letzte Sequenz. Tut mir ja ganz schwummrig vor Augen. Bürger des Reiches und Reisende aus fremden Ländern gibt Acht. Auf Befehl der Janitscharen gibt es neue Regelungen für alle, die unsere schöne Stadt bereisen. Wisset, dass eine Belohnung von 10.000 Aktie bedingungslos demjenigen ausgezahlt wird, dessen Informationen uns helfen bei der Ergreifung des furchtbaren Suikastche Ezio Auditore. Okay, Kopfgeld auf mich. Oh oh, das ist ziemlich uncool. Aber es sind neue Gegenstände freigeschaltet, das ist doch schon mal eine gute Botschaft. Hier, erzähl mal bitte etwas anderes. Danke. Schon besser. Wie sieht's denn bei meinen Meisterassassinen aus, ha? Neue Mission? Wow, keine einzige. Das hab ich jetzt nicht erwartet. Keine einzige. Ich hätte jetzt gedacht, das sind jetzt neue freigeschaltet worden. Na dann können wir ja direkt zur nächsten Hauptmission weitermarschieren. Aber auf dem Weg sollten wir natürlich wie immer einen Abstecher zu den ganzen Schmieden machen und so weiter und den Schneidern und gucken, was denn so Neues gibt. Erstmal zum Schneider. Was habst du denn Feines für mich? Neue Beutel und uiuiui, es gibt so viele Sachen. Ich hab die alle gar nicht. Anzahl von Bolzen erhöhen ist, glaube ich, wirklich nicht so schlecht. Junge, das sind aber auch teure Teile. Ja, mach mal. Dann noch mittlere Medizinbeutel, nehmen wir auch wohl. Und noch eine Messergürtel-Erweiterung, so. Die brauchen wir doch gar nicht alle. Dann fülle ich doch einfach mal die ganzen Fallschirme auf. Und ist zwar fast schon ein bisschen arrogant, aber byzantinisch-rot. Passenderweise wie meine Feinde. Aber ich weiß gar nicht, ob man das bei dieser Rüstung überhaupt erkennt. Naja, ist doch egal. So, liegt wieder was auf der Bank, oder? Ja, tatsächlich, sehr schön. Dann ist gut. So kann ich mir dann gleich beim Schmied auch ein bisschen was leisten, falls es irgendwas Interessantes gibt. Neue Waffe zum Beispiel, das wäre ganz angenehm. Vom blanken Wahn! Ja, sie sind irre. Vom blanken Wahn besessen und hier nimm die 100 Aktie. Tja, das war's mit seiner Hassrede. Aber das war irgendwie klar, dass der Onkel von Süleyman jetzt auf einmal loslegt und mich verfolgen lässt. Das wundert mich natürlich überhaupt nicht. Aber ich bin Ezio Auditore. Ich habe schon ganz andere Sachen durchstanden. Ich habe die Borgia erledigt, verdammt nochmal. Da werde ich ja wohl mit irgendeinem her dahergelaufenen Prinz klarkommen. Na, gehst du wohl aus dem Weg. Da ist endlich ein Schmied. Hallo. So, reparieren. Die braucht man nicht reparieren. Ja, das sind jetzt die letzten beiden Teile der Sipahi-Rüstung. Das Ding ist, die sind natürlich schlechter als Isha Pashaks Rüstung. Sehen aber auch krass aus. Krasse Schulterteile. Okay, Merowinger-Axt. Was ist denn die teuerste Waffe, die du hast? Tizianisches Rapier, Janitscharen-Kilic. Ui. Sieht fast so aus, als ob dieses Tizianisches Rapier die beste Waffe derzeit ist. Auch vom Preis her, ne? Dann nehmen wir doch mal wieder eine Einhandwaffe, ha? Und gerade sizilianisch, mal wieder schön. Ah, wieder eine italienische Waffe. Ganz viel gewohnt. Und was hat denn alles? Schöne Blumen. Sind mir gerade einfach nur so ins Auge gesprungen. Na komm, legen wir direkt los mit der nächsten Mission. Die Zeit haben wir in dieser Folge. Und ich kann froh sein, dass das Spiel so gnädig war und mich jetzt nicht irgendwie bekannt macht, sodass jetzt irgendwie alle Wachen mich erkennen würden. Anscheinend sind die nicht allzu gut, was Versehen angeht. Und hey, meine Assassine sind alle da. Sehr gut. Sie bewachen Sophia. Da bin ich beruhigt. Entdeckung.
Prinz Ahmed hat gedroht, Sophia etwas anzutun. Finden und beschützen Sie sie. Wenn angegriffen, 5 Wachen im Nahkampf eliminieren, ohne getroffen zu werden. Okay. Sophia finden? Oh, hier gab es schon einen Kampf, verdammt. Heilige Scheiße. Ahmed! Yusuf meine ich. Nein! Yusuf. Scheiße. Ihr habt euch die Ruhe verdient, Bruder. Requiescat in pace. Ach, Mist. Brüder! Schwestern! Die ganze Stadt lehnt sich gegen uns auf. Während Yusufs Mörder vom Arsenal aus zuschaut und lacht. Kämpft mit mir! Und zeigt ihm, was passiert, wenn man die Wege der Assassinen kreuzt. Endlich wird er mal wieder wütend. Ah, das kann interessant werden. Hm. Ahmed finden und eliminieren. Endlich. Ich helfe euch, Jungs. Schon da. Na los, Jungs. Den zeigen wir, was eine Hake ist. Okay, hört mal auf, mir zu helfen. Ich muss nämlich ganz viele auf einmal töten. Für die volle Synchronisation halt. Ah, schon erschafft. Schon geschafft. Okay. Dann können wir jetzt ja weiter. Was jetzt? Keine Chance hatte gegen mich. Oh, sehr gut. Und erst recht nicht gegen meine Leute. Jetzt! Jetzt! Also. War es wert, dafür zu sterben? Die Osmanen sind gute Verwalter und die Stadt floriert trotz des Erdbebens. Oh! Ach, wisst ihr was? Der gute alte Pfeilhagel. Verliert nie seine Wirkung. Ach, versucht doch, was ihr wollt. Ach, ich habe hier fast unendlich Assassinsignale. Sehr geil. Ja, mach ihn fertig. Wo ist sie? Diese Wut. Wo ist sie? Falls ihr denkt, ihr könntet verhandeln, dann tötet mich und zwar schnell. Schade, dass es so weit kommen musste. Zwei Männer, die Freunde sein sollten, streiten um die Schlüssel zu einer Bibliothek. Wir haben beide dasselbe Ziel, Ezio. Nur andere Methoden. Erkennt ihr das nicht? Frieden. Stabilität und eine Welt, in der die Menschen ohne Furcht leben. Menschen suchen Wahrheit, ja. Doch auch wenn sie sie haben, erkennen sie sie nicht. Wie bekämpfen wir derlei Ignoranz? Freiheit mag chaotisch sein, Ahmed. Aber sie ist unbezahlbar. Natürlich. Und wenn alles zerbricht und das Licht der Zivilisation verblasst wird, Ezio Auditore sich aus dem Dunkel erheben und stolz verkünden... Ich blieb meinem Credo treu. Ich öffne diese Bibliothek und finde den großen Tempel. Und mit der dort versteckten Macht werde ich den Aberglauben zerschmettern, der die Menschen trennt. Nicht in diesem Leben, Ahmed. Bringt die Siegel zum Galataturm, wenn ihr soweit seid. Tut dies und Sophia wird verschont. Die Armee meines Bruders wird bald hier sein, Ezio. Und danach ändert sich alles.
Wie lange seid ihr schon hier? Lange genug. Ich ließ Ahmed seit seiner Rückkehr verfolgen. Doch ich rechnete nicht mit so etwas. Und was denkt ihr jetzt? Er ist ein ehrlicher Mann. Doch seine Templer-Fantasien sind sehr gefährlich. Sie halten der Wirklichkeit nicht stand. Die Welt ist ein Flickenteppich aus vielen Farben und Mustern. Ein gerechter Führer sollte das feiern und nicht dagegen vorgehen. Er fürchtet die Unordnung, die aus Unterschieden entsteht. Deshalb schaffen wir Gesetze für alle. Einen Kanon, der für alle gleichbindend ist. Shesadim, zurück! Halt, Soldat! Dieser Mann ist nicht unser Feind. Es wäre eine Herausforderung, einen Sohn wie euch zu haben. Ihr seid noch nicht tot, alter Freund. Ezio, verschont meinen Onkel, wenn ihr könnt. Würde euer Vater? Nein. Interessant. Der kleine Sultan hat anscheinend gelernt. Wir sollen seinen Onkel verschonen, wenn möglich. Toll, und jetzt sind wir auf so einer Art Geiselnehmer-Situation. Sowas kann ich ja gar nicht haben. Absolut nicht. Und, ja. Es gab ein paar Tote zu beklagen. Ein paar. Aber naja, es waren nur Byzantiner. Trotzdem bin ich gerade absolut bekannt und ich sollte aufpassen. Ich sollte gut aufpassen. Und wie wir schon sehen, ja. Das ist ein bisschen weit weg, wo ich jetzt gerade hin will. Aber ich wollte die Folge jetzt sowieso beenden und ich werde dann auch mal versuchen, irgendwie ein bisschen meinen Bekanntheitsgrad loszuwerden, weil das ist ja... So macht er nicht wirklich Fun, durch die ganze Stadt zu marschieren und überall erkannt zu werden. Ah, da geht's ja schon gut los. Hi. Tja. So schnell geht das. Ist mein Bekanntheitsgrad überhaupt gesunken? Ich habe keine Ahnung. Nicht so wirklich. Ja, ich glaube schon. Ein bisschen ist er gesunken. So. Das können wir ja eben nochmal machen, ne? Die Bürger sollen wieder frei durch die Straßen wandeln. Ohne. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube es. So, fehlt also nicht mehr viel. Aber das kriegen wir auch beim nächsten Mal hin. Oh, shit. So, das lasse ich jetzt mal lieber. Wenn ich jetzt irgendwie ein paar Janitscharen finden würde, die würden mir ja helfen. Also noch eher, glaube ich. Ah, ich bin sogar unsichtbar. Mann, sind die langsam, die Byzantiner manchmal. Glück gehabt. Kann mir jetzt bitte mal... Kann das jetzt mal aufhören? Geht doch. Ist keiner in der Nähe mit der Aufmerksamkeit? Na egal, das kriegen wir schon noch hin. So, von daher würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Alex. Bis dann!